Servus und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich wollte eigentlich den Regen abwarten, aber irgendwie wird es nicht besser. Irgendwie bleibt es so. Keine Ahnung warum. Das heißt, wir müssen jetzt leider den langen Weg gehen. Ich weiß nicht, warum der Regen und das Gewitter einfach nicht aufhören. Ich weiß es nicht. Ja. Naja. Wahrscheinlich jetzt auf, wenn es wieder Tag wird, aber. Na, da kannst du ja nicht einmal ein Feuer machen hier. Aber vielleicht hört es ja gleich noch auf. Schauen wir mal. Einfach mal gucken. Der Drache kommt da noch. Da hast du keine Chance. Da hast du einfach keine Chance. Na, jetzt glaube ich, wird es weniger, hä? Jetzt glaube ich, hat wenigstens das Gewitter aufgehört. Und vielleicht sollte man noch schnell ein bisschen was essen. Kleinigkeit. Jetzt glaube ich jetzt auf, Gott sei Dank. Meine Fresse. Ups. Geil, direkt da hier. Easy. Easy. Sehr schön. Ja, jetzt können wir da nach oben klettern, Leute. Ah, es hat noch nicht ganz aufgehört zum Ringen, so wie es ausschaut. Hat es noch nicht. Aber oh, schon wesentlich besser als vorher. Musst du wahrscheinlich jetzt. Oh Gott, aber es fängt halt wieder an. Ah, ich hasse Breath of the Wild. Was das Wetter angeht. Das Wetter ist echt assi in dem Game. Ich habe nicht mal irgendwas, das. What the fuck? Jetzt geht das schon wieder los. Okay, pass auf. Mir ist das jetzt wurscht, wir machen das jetzt anders. Ja? Ich hab keinen Bock zum Klettern, dann schwimmen wir halt. So. Let's go. Nice. So. Leckarsch Feuerwerke. Hey, Wahnsinn, oder? Wenigstens er spielt wieder. Da unten spielt er. Aber wo ist der Schrein? Das wird wahrscheinlich ein Schrein, ne? Schauen wir mal. Da hat der bestimmt irgendeinen Tipp für mich. Oh, bei so einem Wetter kommst du hierher? Oh. So treffen wir uns wieder. Du bist wirklich unermüdlich auf deinen Reisen. Oh, wie ist das, wie es mir geht? Meine Federn halten die Nässe ab. Also bin ich schön trocken. Und dieses Instrument verträgt Feuchtigkeit ohne Probleme. Na, das stimmt nicht. Es ist schließlich fürs Reisen gemacht. Ja, fürs Reisen, aber nicht für Feuchtigkeit. So eine Ausrüstung braucht man auch, wenn man, wie ich, auf der Suche nach alten Liedern herumreist. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und möchtest du das Lied dieser Region hören? Definitiv. Mit Vergnügen legen wir los. Dem Blitz vom Himmel trotzt der Held aus alter Zeit und öffnet die Heldenprüfung unterm Hügel weit. Ah. Okay, ich glaube, ich muss mich vom Blitztreffer lassen. Diese Worte bergen ein Mysterium, das sich in 1000 Jahren nicht lösen könnte.
Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Ja. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Ich muss jetzt da oben draufstehen. Und muss jetzt den Blitz einschlagen lassen bei mir. Na dann. Wir könnten ja irgendwas anziehen. Was ein bisschen gegen das ist. Wir haben ja da zumindest so einen Isolierhelm, ne? Das ist das Einzige. Mehr haben wir leider nicht. Dann sehen wir wenigstens was an, was uns wenigstens stark macht. Oder was wirklich stark ist, ne? So, dass ich wenigstens da ein bisschen was abkrieg. So. Na dann. Dann schlag mal ein, lieber Blitz. Jetzt hätte ich noch hier das Master-Schwert in den Tint nehmen. Immer ready! Der ist einschlagen. Die schätze nämlich mal, dass da wirklich der Blitz einschlagen muss. Wenn da schon alles so außenrum so schwarz verkohlt ist, ein bisschen. Muss man bloß kurz warten. Ja, jetzt geht's los. Scheiße. Okay, wir geben uns aber auch so rein, weil normalerweise in dem Schrein peilt man ja normalerweise jetzt wieder alles. Ich schau bloß mal nicht, dass ich da irgendwas verloren habe. Glaube nicht. Okay. Also rein mit mir. Haben wir schon gelöst. Easy. Es war aber einmal wieder cool. War mal was anderes. Okay. Die Donnerprüfung geschafft. Also. Vielleicht haben wir es ja allgemein schon, ne? Vielleicht haben wir es auch schon gelöst. Das kann schon möglich sein. Hm, schaut gut aus. Ja, easy. Vielleicht haben wir da jetzt so einen Isolieranzug drin. Das war geil. Es gibt ja nur irgend so einen, das schaut ein bisschen nach so eine Song. Nach so SM-Sklave aus, dieses Outfit. So, Kyoto-Nata-Segen. Okay. Da ist er so nach Sex-Sklave aus, dieses Kostüm. Okay, wir haben die Isolierhose. Sehr geil. Das heißt, jetzt haben wir die A. Okay, dann braucht man bloß das Oberteil. Ich weiß bloß nicht, wo wir das herbringen. Schauen wir mal. Du hast die Prüfung gemeistert. Diesen Schrein zu erreichen, ohne Zweifel bist du der. Ja, bla 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 bla. Ah. Okay, wir haben schon wieder 5. Tipptopp. Und alle Herzen wieder auffüllt. So muss es sein. Jetzt hoffentlich wird jetzt auch das Wetter wieder schieben. Anscheinend war das jetzt genau das Problem. Deswegen hat es nicht zum Ringen aufgehört. Ne? Weil für diesen Schrein braucht man halt diesen Blitz. Ja, das ist halt dann doof, wenn da dann schönes Wetter ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt aufklärt. Ah, ein Freund. Schön. Okay, pass auf, wo haben wir denn... Ja, der war vorher da gestanden, ne? So, hier haben wir jetzt aber auch nicht mehr irgendwas drin, ne? Ne. Aber der ist ja auch nicht mehr da. Oder zeigt das jetzt halt schon so an, dass wir das gelöst haben? Oder wie darf ich das sehen? Schreine. Haben wir anscheinend schon allgemein gelöst, ne? Naja, gut. Mir kann es recht sein, ne? Wir müssen ja immer nur weiter nach Angelstedt. Wenn das stimmt, was ich da mache. Ey, boah. Wo kann da Angelstedt sein? Ah, das irgendwie mit diesem Update, da das vertragt er noch nicht in diesem Menü. Keine Ahnung warum.
Ich kann mir vorstellen, dass das da überall ist. Hundertprozentig ist da irgendwo Angelstätte, oder? Irgendwo da. Ich kann es mir halt so vorstellen. Palmenstrand, seht ihr das? Man sieht man in so anderen Dingen Häuser? Ah, das sieht man da so Häuser, ne? Sieht man das da vielleicht auch? Ah, nicht wirklich. Aber ich kann es mir vorstellen, dass wir da lang gehen müssen. Hier, da ist nämlich schon ein Bootsteg. Das wird schon sein, Leute. Das wird schon sein. Also. Hier müssen wir weiter. Wir sind schon, glaube ich, richtig. Oh, hier haben wir doch bestimmt noch... Okay, zwei von denen. Oh, das taucht aber jetzt langsam auf, ja, da oben. Okay, da fehlt sozusagen ein Stein. Zack. Oder muss ich den Stein von hier rüberbringen? Das kann da möglich sein. Bitte, bitte, bitte. Oder hier so ein Stein einfach nehmen. Oh! Komm nur an. Nice. Nehmen wir gleich alles mit. Da waren wir nämlich auch noch nicht oben. Schatz mal, dass ich den Stein mitnehmen muss. Und da rüber tragen muss. Das ist das, was ich mir vorstellen könnte, dass da der auftaucht, der Krog. Ach, die Welt ist schon schön, ne? Mal sagen, was man will. Die ist einfach hübsch. Hübschi, hübschi, hübsch. Ah! Oder da einfach ein Stein rein. Ha! Yep, hab dich entdeckt. So. 34 haben wir. Krass. So, dann schauen wir doch mal nur mal kurz darauf. Du weißt, da hinten gibt es ja diese eine Insel nur. Da ist auch noch so, wie so eine kleine Prüfung, ne? Da muss man, glaube ich, auch mit, also ohne Ausrüstung irgendwie rein und dann irgendwie schauen, dass man überlebt. Du verarschst mich nicht, Mann. So. Nehmen wir mal vielleicht wieder ein normales Schwert hin. Das ist übrigens eher so der Einhandkämpfer. So, wie schaut's da aus? So weit, so gut, ne? Oh, shit. Ah, das ist nicht gut. Glück gehabt. Haben wir noch da Ohren? Ah, ist auch doppelt. Okay. Der Bergspalter gleich. Okay, aber mehr gibt's jetzt da erstmal nicht. Na, da waren wir überall noch nicht. Das ist schon interessant. Waren wir da oben schon? Ich weiß gerade gar nicht. Ah, oida! Ich glaube nicht, Tim. Jetzt sollten wir aber auch mal wieder die andere Maske aufsetzen. Ah.
Okay. Dann macht man's anders. Boah, jetzt fängt es schon wieder zum Ringen. Ich kann nicht dran. So, eins. Geil. Und Schausen. Nehmen wir einen zweiten gleich mal. Bam. Fump. Eispfeile. Gönnung. War doch auch nochmal eine Truhe gerade, oder? Ja, natürlich. Ein dritter Schild mit 40. Das kann man aber uns schon nehmen. Na, dann der mal nämlich. Ist da weg. Sehr geil. Jetzt haben wir ja da nur irgendwas Cooles drin, ne? Naja, Feuerstein, okay. Aber besser als gar nichts. So, jetzt glaube ich, haben wir da alles soweit. Sehr schön. Dann weiter Richtung Angelstedt, ne? Haben wir ja gesagt, dass wir das machen. Hab. Was haben wir denn hier noch Schönes? Gibt's da überhaupt was? Das sind lauter so Regionen, die wo ich jetzt noch gar nicht kenne. Es schaut ja so aus, als ob es da nicht recht viel geben würde. Nicht einmal Pflanzen. Wahrscheinlich bin ich außerhalb der Map und weiß einfach nicht. Da waren wir vorher noch nicht. Definitiv noch nicht. Aber jetzt schauen wir erst einmal. Ah. Schön da weitergehen. Auf dem Berg ist bestimmt auch noch irgendwas Krasses und es darf mich schon auch interessieren, was auf dem Berg ist. Dann müssen wir sowieso über den Berg, ne? Weil da waren wir noch nicht. Da ist ein kleiner See, da ist hundertprozentig was versteckt. Definitiv. Ja. Wirbel. Da haben wir was zum Zerhauen. So, da macht man den gleich mal platt, den Bergspalter. Sehr schön. Und nochmal. Und weg ist er. Sehr gut. Okay, let's go. Irgendwann, vielleicht haben wir in Angelstedt natürlich auch gleich wieder so eine Göttinnenstatue, dass wir da irgendwie unser Ausdauer oder so vielleicht verbessern können. Oder vielleicht mal wieder Herz. Ein Herz war auch mal wieder nicht schlecht. Muss ich zugeben. So. Na. Ja, selber schuld, wenn du mich angreifst. Bist selber schuld. So, da ist so ein kleiner See. Oh, und es regnet mal nicht, wie schön. Ein Traum. Okay, ja, der schaut doch mal hübsch aus.
Da geht bestimmt was. Klar, der Bergsee. Ja, es war aber auch klar, dass da was drin ist. Also, hätte mich ja gewundert, wenn nicht, ne? Schauen wir gleich mal. Geil. Roter Rubin. Rennen wir uns. Dann müssen wir sowieso noch rüber. Ist aber eigentlich echt ein geiler See, ne? Sondern wenn es privat hättest, war auch cool. Also ich darf das feiern. Nummer Leuchtstein. Nochmal Leuchtstein. Und? Leuchtstein! Und Feuerpfeile. Naja. Ah, ist nichts Außergewöhnliches, leider. Aber ist okay. Gibt Schlimmeres. So, ein Fisch. Ein Fisch haben wir gefangen. Also, dann weiter mal im Berglauf. Da haben wir doch bestimmt auch noch irgendwas. Lustigerweise, dass da kein Grog ist, hab mich gerade gewundert. Natürlich regnet's wieder! Ah. Warum soll's auch nicht regnen? In dem Spiel. Glaubst du's? Ja, da ist wieder einer oben. Wahrscheinlich wieder direkt die Bergspitze, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber so, weil der Bruder vorher mich einfach angegriffen hat. Ja, da oben ist er wieder. Sexy. Jetzt haben wir ja auch schon wieder 35 Stücke. Das möchte jetzt demnächst mal. Oh, ups. Entschuldigung. So, und hier unten haben wir, glaube ich, Angelstedt, liebe Leute. Oh, ein Herzi. Na. Schaut euch das an, ha? Ein Herzi. Sogar mit Truhe, schau. Da ist ein Herzcontainer drin, das war witzig. Oh, hi. Da war Biski. Nein, halt. Ich muss sie zuerst. Was? Ich habe sie zuerst gesehen. Ich will gar nichts. Nein? Was für ein Glück. Ich heiße Wabiski. Ich habe mich ein bisschen verlaufen und bin irgendwie hier gelandet. Und dann erblickte ich plötzlich diese wunderschöne Frau. Hier, mitten im Nirgendwo. Zuerst dachte ich ja, das wäre nur ein Trick. Vielleicht ein Geist oder ein Lockvogel für eine Bande von Wegelagerern. Aber all das würde nichts daran ändern, dass sie meine absolute Traumfrau ist. Ich muss sie einfach ansprechen. Ich hatte immer vor, meine Liebe mit einem Schleichglöckchen zu verkünden. Wenn ich nur ein Schleichglöckchen hätte, würde ich ohne zu zögern zu ihr gehen. Ach, was für eine Frau. Sie ist wirklich schön wie ein, wie Schleichglöckchen. Findest du nicht? Wenn ich mir ihre imposante Haltung ansehe, vergesse ich sogar, dass es regnet. Sie ist eine Göttin. Ich möchte sie so gerne ansprechen, aber ich habe nichts dabei, worüber sich eine Frau freuen würde. Wenn ich doch bloß ein Schleichglöckchen hätte. Kaum spreche ich darüber, habe ich schon so einen wunderbaren Duft in der Nase. Moment mal. Hast du da etwa ein Schleichglöckchen? Bitte, gib mir diese Blume. Bitte, bitte, bitte. Ja, hier, bitteschön. Ich danke dir.
Wenn ich damit nicht ihr Herz gewinne, Schmacht. Ah. Ah, ich kann es einfach nicht. Meine Beine wollen sich kein Stück bewegen. Es tut mir leid, aber kannst du ihr vielleicht diese Blume an meiner Stelle überreichen? Ah, logisch. Ah. Vielen, vielen Dank. Hier, ich gebe dir das Schleichglöckchen zurück. Super. Vergiss aber nicht, dir zu sagen, dass das Geschenk von mir kommt, ja? Ja, vom Wabiski halt, ne? Oder? Warte mal, aber erstmal bereit eure Kisten. Das war nicht der einzige Grund. Maxi rüber hätte sie, glaube ich, auch gefreut. Wurfspeer, weiß ich nicht. Wieso? Der Wurfspeer, der Armor, oder? Das war jetzt eigentlich witzig gewesen, wenn da einfach auf Bogen drin gewesen war. Savak. Savak. Ein schicksalhaftes Treffen mitten im strömenden Regen. Bist du etwa der Woi meiner Träume? Weiß ich nicht. Na wohl kaum. Aber das hier ist schon der legendäre Liebesteich, oder? Auf der anderen Seite steht nur ein komischer Woi. Ob ich den Woi meiner Träume wirklich hier treffen werde? Von dem Typ da. Ja. Oh. Dieser Woi schenkt mir Blumen? Du scheinst die Wahrheit zu sagen. Ha? Also hast du mir diese Blume geschenkt? Es tut mir leid. Bestimmt magst du mich gar nicht. Das Schleichglöckchen, meine ich. Was für ein Unsinn. Das ist meine absolute Lieblingsblume. Aber woher konntest du das wissen? Vielleicht bist du ein feindlicher Spion. Nein, natürlich nicht. Schleichglöckchen sind auch meine Lieblingsblumen. Deshalb habe ich schon immer vor, einmal der Frau meiner Träume eins zu schenken. Deiner Träume? Du meinst, wir sind füreinander Ach Gott, jetzt geht das los. Dann bist du vielleicht der Woi meiner Träume. Also gut, dann raus damit da. Es war damals nur so herrlich leicht. Beziehung zu knüpfen. Sag mal, bist du schwer vom Begriff, was ein Woi zu seiner Wei sagt? Ich liebe dich, oder wollen wir einmal ausgehen? Sowas halt. natürlich, mit Freuden. Hast du das gehört? Sie hat mir ihre Liebe gestanden. So etwas hat noch nie eine Frau zu mir gesagt und jetzt höre ich es aus dem Mund meiner Traumfrau. Ich verschmachte. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem, oder sagt der Gerode zu dem Stachelschwein. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das hier ist ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Wow, 20. Warum bist du denn so knauserig? Mehr bin ich dir also nicht wert? Ja eben, gib mir mehr. Hier, bitte verzeih mir. Schon besser. Ich habe jetzt auch gerade gedacht so. Hä? 20? Really? Hey, du. Nun ja, du hast mir geholfen. Ich hoffe auch, du findest einmal eine so gute Wei wie mich. Alles klar. So, und ihr seid jetzt beieinander, oder was? Weiß ich ja nicht, ne? Aber gut, ist euer Ding. Von mir aus. Ja, liebe sie. Man sieht ihn halt einfach auch da, ne? Das Herz sie. Aber war da nicht nur irgendwo ein Herz? War da nicht nur mal irgendwo eins? Ich weiß nicht mehr. Naja. Maxi Rüben nehmen wir mit. Na gut. Jetzt müsste man nicht eh da runter, ne? Schreinen. Ah, da ist der Schrein, Leute. Nice. Dann werden wir doch da gleich mal hinschauen. Und da unten ist Angelstedt. Ja, dann wissen wir, was wir nächste Folge zu tun haben, Leute. Ja? Aber wir werden uns auf jeden Fall Angelstedt anschauen. Den Schrein werden wir auf jeden Fall als erstes machen. Und dann, schauen wir mal, was da alles so Lustiges gibt in Angelstedt. Ja?
Yao Mayo Schrein. Okay, Leute. Wir lassen mal die Masken natürlich jetzt einfach auf, weil da unten, glaube ich, werden wir ein paar Crocs finden. Aber ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Von dem her sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Macht es gut. Habi, die.